die überhaupt noch bei uns? Lebt die noch? Existiert die noch? Diesem Action-Team. Ja, diagnostiziert psychische Erkrankung. Wird ja bedeuten, dass die hier sitzt. Ach, guck mal, da sitzt sie jetzt auch plötzlich. Ja, dann kümmere dich doch mal um den. Ich habe so ehrlich gesagt so das Gefühl, dass das Bett buggt. Will nicht den, ich will's Bett. Ist aber auch ein Krampf hier. So, weil, was macht's denn jetzt? Nicht weggehen, Narzis. Gute Nacht, Casey. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss einen Arzt einstellen. Das funktioniert so nicht. Ja, das Problem ist, dass die schon auf dem Weg war und sich dann umentschieden hat. Und geht lieber mit irgendjemand quatschen, anstatt den zu behandeln. Also das ist somit das Einzige, was mich nervt auf der Krankenstation, dass die Ärzte die Patienten nicht behandeln. Und jetzt, Laura Johnson leidet unter Depressionen. Das ist wer? Die Ärztin. Hat zudem ein Medikament gegeben und haut wieder ab. Wir brauchen noch einen Arzt. Es bringt alles nichts. Hi du Anfänger. Beide krank. Die soll sich da hinsetzen, dann soll sie die Leute da mal behandeln. Ja, es ist unglaublich, wirklich. So, die dreht selber gerade durch. Wie man sieht, jetzt geht sie laufen oder so. So, und die behandelt den jetzt endlich mal. Dass der fit wird und dann geht er an seinen Platz. Und dann geht die auf den OP-Tisch und dann wird endlich operiert. Danke, danke, dass das Ding endlich durch ist. Und jetzt geht die Laura Johnson zu der und macht Psychotherapie. Nee, er operiert nicht, er geht weg. Er hat nach wochenlang im Bett liegen, jetzt Hunger. Kann man verstehen. Es ist halt makaber, dass du drei Ärzte brauchst, weil einer noch übrig bleiben muss, um die anderen beiden zu behandeln. Das ist halt schon ein bisschen makaber.
Irgendwann brauchst du dann vier. Also, was ich echt interessant finde, oh, das ist nicht gut. Exo Neuenbergbau. Sieben soll da abbauen. Exo Neuenbergbau soll da abbauen. Nein. Nein. So, jetzt. Und EXO 2 hat den Auftrag, immer noch hier Wissenschaft zu machen. Haben sie immer noch nicht hingekriegt. Nach, ich weiß nicht, wie viel Stunden. Das ist teilweise echt frustrierend. Und da ist dann zwischen lauter schwierigen Planeten und Viererplanet. EXO 1. Untersuch das mal. So, die OP geht hoffentlich gut und keiner stirbt. Oh, Alien-Angriff. Kein Naft dafür jetzt. So, die OP ist geglückt. Ach, das ist gut. So, wir kommen denn da? Wir sind mittlerweile ein paar mehr. Was hatten die jetzt für ein Problem? Wir haben kein Bett mehr. Die Ärztin war eine Person zu viel. Das hier scheint sich ja auszugehen. Ich meine, ich wollte da nicht schlafen, so nah neben den Dingern, die so einen Krach machen, aber ey, vielleicht ist es ja gut gedämmt. Also ich finde es halt auch geil, wie es halt keinen Menschen interessiert, dass hier eine Alien-Invasion läuft. Es wird weitergebaut, es wird alles weitergemacht wie die ganze Zeit. Mein unser Ziel ist es, diese Invasion zu stoppen, ne? Wie gesagt, wir arbeiten jetzt dran, diesen Patcher zu bauen und so weiter und dass wir dann hier die Alien-Invasion komplett abschalten können. Aber es wird ja in Zukunft dann noch viel mehr geben. Wenn ich die Roadmap anguckt, werden diese Alien-Völker, wo sind sie denn? Die sind schon wieder auf dem Rückweg. Das ist nicht gut. Machen wir mal hier offen. Der Rückweg dauert doch viel zu lang. Stop.
Ich sag jetzt nichts. Haut ab jetzt. Lang genug gestört. Da, was liegt denn hier alles rum? Oh, das ist alles voll. Lass mal 10 davon verkaufen. 5 davon verkaufen. Lass mal alles hiervon verkaufen. Und dann können sie mal wieder weiter produzieren hier. So, die Olivia Evans. Die auch Evans. Ist das die Tochter von Eddie Evans? Die gehen raus hier und machen ihr eigenes Team. Patente, wie lange habe ich schon wieder Patente ignoriert? Also ich habe ganz schöne Sprünge hier drin, weil ich Patente ignoriere. Und erstmal sammel. Aber wir sind auch ehrlich gesagt gerade gar nicht irgendwie in Finanznot. Ich bin das nicht gewohnt, dass ich nicht in Finanznot bin. Normalerweise gehen mir die Forschungspunkte aus und ich bettel um Forschungspunkte für Patente, weil ich kein Geld habe und muss irgendwie überleben, aber irgendwie hat sich das gewandelt. Das ist einfach geworden. Gut, ich meine, wenn wir jetzt keine Patente hätten, wir haben 112.500 Kosten, das jeden Monat reinzuholen, nur durch Erzverkauf, könnte auch sehr anspruchsvoll werden. Also wir sollten die Patente nicht ganz vernachlässigen. Läuft so rund, weil alles läuft. Wenn irgendwas davon in Stocken kommt, war's das. So, die bringen Forschungsdaten mit. Da haben wir genau das, was wir wollen. Wissenschaft. So, die sind immer noch damit beauftragt. Wo haben wir das jetzt hergeholt? Ich verliere langsam Überblick, wo ich unterwegs bin. Muss ich wirklich so sagen. NQ897.
muss ja irgend so ein Randplanet hier sein. Da waren die. Vierer, Dreier, Vierer. Action. Es ist halt die falsche Richtung. Wir müssen irgendwie versuchen, hier rumzukommen. Darunter. Irgendwie müssen wir da hin und dadurch ist schwer. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir die anderen drei Anzüge geben können. Der hat keinen. Hier hat keinen. Und der hat keinen. Das heißt, die Action-Teams und die Exo-Teams, die Forscher-Teams, die haben jetzt beide alle, also sie haben jetzt alle Anzüge an, normalerweise. So, wir brauchen weiteres Arsenal. Es geht sich nämlich nicht ganz aus. Bauen hier drauf so ein Gestell für einen schweren Anzug. Wir brauchen fünf davon. Wieso machen die davon nicht mehr? So, Patente haben wir fertig. Könnten wir ein neues machen? Machen wir aber erst nächsten Monat. Weil wir das alles ein bisschen besser planen müssen, wann was ausläuft. Dass noch genug da ist, was dann weiterfinanziert. Da sind wir durch. Wir haben die Mark 3. Ja, wir können nur noch sparen. Hilft gerade nichts. So, da kommt Exo 1 zurück und die bringt mal richtig Forschung mit. Da bin ich happy. Da haben wir noch einen Sechser-Planeten. Und sechster Planeten mit und siebener Planeten mit Anzug. Aber an denen könnten wir uns jetzt hochskillen. Vom Einsatz zurück zum Einsatz sozusagen.
Oh. Tja, man immer mehr miese. Jetzt schon 12.000. So, wir holen uns mal ein ganz klein wenig Geld zurück. Wichtig wäre, dass wir hiervon mal mehr kriegen, von diesem Cobbium. Könnte man das Ding nämlich mal bauen, was wir brauchen, um die zu besiegen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben kein Cobbium. Wollen wir dort ein Bergbauteam hinschicken? Ja, gut. Das ist ein einer Team, weil es ein einer Planet ist, die sich daran hochskillen sollen. Dann wird ein bisschen dauern. Haben wir da 400 Forschungspunkte? Das ist auch schon mal gut. Da sind Dreierplaneten. Also ein Einser finde ich halt extrem easy. Traue ich mich ja gar nicht, ein Team hinzuschicken von meinen. Die schlafen ja ein dabei. Oh, Exo 2 ist auf Einsatz. So 1 ist auch auf Einsatz. Aber scheinbar nicht zugewiesen, what? Doch. Egal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dieses Patch hat das Spiel schon fast zu leicht gemacht. Oh, wir haben mal wieder einen Bug. Audio erhängt sich wieder. Gut. Bevor es mir abstürzt, speichern wir das Ganze mal. Ist auch geil. Da läuft einer rum. Das ganze Spiel ist pausiert und einer läuft noch da rum. Das zeigt mir, dass irgendwas nicht passt.